persönliches Logbuch von Guybrush Threepwood. Manchmal, wenn alles ganz still ist, höre ich immer noch die Affen. Ich habe das Gefühl, dass eine Ewigkeit vergangen ist, seit ich am Strand von Mealy Island angespült wurde. Ich hatte damals nur einen dämlichen Namen und den Wunsch, ein gefürchteter Pirat zu werden. Ich möchte ein Pirat sein. Wer hätte gedacht, dass ich auf meiner bescheidenen Suche nach Ruhm dem schrecklichen LeChuck, dem übelsten Halunken der sieben Meere, in die Suppe spucken würde? Ja! 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 Und wer hätte geahnt, dass ich im Kampf gegen LeChuck meine große Liebe treffen würde, Elaine Marley, Gouverneurin von Mealy Island? Oder dass ich mich immer wieder nach Monkey Island wagen würde, nur um Elaine zu imponieren. Der zweitgrößte Affenkopf, den ich je sah. Oder dass ich der Plage LeChuck ein Ende setzen und ihn unter einem Eisberg begraben würde. Ich bestimmt nicht, so viel ist sicher. Damals war nur mein Verstand noch stumpfer als mein Schwert. Und heute, sieh mich an. Ich bin mit der bezauberndsten Gouverneurin der Karibik verheiratet und die Menschen des Archipels zittern vor mir. Im Moment kehren meine Plündermaus und ich nach Mealy Island zurück. Wir hatten die wohl atemberaubendsten Flitterwochen in der Geschichte der... Guybrush! Ja, Schatz. Tja, ja, ja. Guybrush, hör auf zu träumen und mach dich nützlich. Ja, machen wir uns doch mal nützlich. Guten Morgen, Leute. Willkommen zurück zu Monkey Island. Jetzt starten wir schon den vierten Teil der Saga. Das ist der letzte Teil. Danach gibt es ja noch die Telltale Games. Da gibt es auch noch ein paar Stück. Mal gucken, ob wir die auch noch machen. Ja. Oh, ich hab Lust. Ich habe das damals einmal durchgespielt und ich glaube, da war ich 11. Also ich weiß einfach gar nichts mehr von diesem Spiel. Mal gucken. Sonst war es ja auch so, dass man ein bisschen Logik an den Tag legen konnte und dann hat es irgendwie funktioniert. Zumindest im zweiten Teil war das so. Aber naja, dafür sind wir ja da, ne? Wir haben ja genug Zeit mitgebracht. Wir können uns ja schön zurücklehnen und dann die ganzen Abenteuer uns ansehen, die der gute Guybrush hier mit seiner mittlerweile Ehefrau, ne? Oder? Ja? Erleben wird. Okay. Die Engine ist die gleiche wie in Grim Fandango damals. Zumindest so ähnlich. Wir haben unten die Keywords, die hatten wir bei Grim Fandango nicht. Das macht die ganze Geschichte ein bisschen einfacher. Ich muss mich aber trotzdem noch ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen, ne? Das bleibt jetzt nicht aus. Wir müssen mal gucken, was da so passiert. Aber ich glaube mal, das funktioniert. Gucken wir mal den Feind an. Was haben wir denn da? Dort drüben kämpft ein gegnerischer Pirat. Ich hoffe mal, die Soundabmischung ist korrekt. Ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht, um das hier... Alter, geil, Alter! Okay, ja, ich höre schon, ich bin bestimmt selber relativ leise. Alter! Huren! Sage mal! Flatulenz! Schadenfreude! Die direkt hier einen Soundtest machen und schon auf YouTube gesperrt wurden, ne? Kopper sei Dank, vielen Dank. So, das Spiel hat übrigens Multiplayer-Modus, siehst du, hier? Aber der will gerade nicht, na gut, dann eben nicht. Okay, betrachte Feind. Dort drüben kämpft ein gegnerischer Pirat. Ja. Ich habe die Musik eigentlich runtergedreht. Ist egal jetzt. Dort drüben kämpft ein gegnerischer Pirat. Ja gut, dann lassen wir den mal kämpfen. Was haben wir denn noch? Trachte Laderaum. Das ist die vergitterte Tür zum Lagerraum des Schiffs. Okay. Geladene Kanone, das ist doch der Wahnsinn. Die Kanone ist feuerbereit. Geil. Das Ding doch nur abfeuern könnte. Okay, komme ich hier irgendwie raus? Einmal rum. Wir können ja irgendwie versuchen, die Kette hier mal so abzuschuppern. Oder wir machen das einfach so Lorena Zorro-mäßig und sägen da mit der Kette einfach den Mast durch. Das soll auch funktionieren. Hat er das gemacht? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich an so eine Szene erinnern, aber keine Ahnung mehr, wer das gewesen ist. Betrachte feindliches Schiff. Ihr Schiff ist größer als unseres. Diese Rüpel. Ja, aber ne? Ich glaube nicht, dass jemand die Kanone wieder aufgeladen hat. Da hinten ist auch eine Lunte an der Kanone, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay. Was haben wir denn noch? Wir haben hier diese Kohlen und die sind mobil. Es ist voller glühender Kohlen. Okay. Es ist voller glühender Kohlen. Wie kann ich das jetzt machen? N? Kann ich das nehmen? Oder... Nee, N ist nehmen. Oder T wie take? Nee, I? Leer. Nichts. Gar nichts. I? Ach so, das ist das Inventar. Ja, U wie use? Ah, guck mal hier. Tritt er dagegen. Geiler Typ. Okay.
Dort auf dem Deck köchelt ein Haufen glühender Kohlen vor sich hin. Ja, der froh, dass wir ein Schiff mit feuerfestem Deckholz haben. Ja, kann ja sein, dass er hier jetzt einmal mal ein bisschen was durchschmort. Es ist voller glühender Kohlen. Ja, jetzt ja nicht mehr, ne? So, können wir die mitnehmen? Take. Pick up. Ah, P. Pick up. Alles klar. Okay. Dann schießen wir mal direkt hier gegen den. Attacke! Bruder! Das versuche ich besser nicht nochmal. Ah, doch. Warum denn auch nicht? Komm, wenn du das schon sagst, dann müssen wir das noch zweimal machen, ne? Hier. Nein, beim nächsten Mal verfehlt er womöglich nicht. Okay. Kann ich das... Nein. Nee, kann ich nicht. Kann ich das hier, warte mal, in den Lagerraum? Ich hoffe, im Lagerraum ist nichts Brennbares. Tja. Ich hoffe wirklich, dass ich keine Löcher in Elaines Wildlederkoffer gekokelt habe. Damit würde sie mich nie mehr in Ruhe lassen. Ich mach die Musik noch mal ein bisschen leiser, Leute. Was ist denn das? So. Jetzt hören wir auch, was hier passiert. Immer diese... So, jetzt sind wir doch richtig, oder nicht? Ja, guck mal. Die Stimmen sind leider immer sehr leise. Aber das kennen wir ja von eigenen Produktionen. Das hat immer nicht so funktioniert. Können wir noch ein paar glühende Kohle mitnehmen? Die treten wir mal hier gegen. Warte, verwende? Ich glaube nicht, dass die Kohle allein zu irgendwas nützt. Okay, Attacke. Bam! Eine heiße Kohle hat wahrscheinlich einfach nicht so viel Wirkung wie eine Kanonenkugel aus einer Kanone. Tja, na gut, dann müssen wir wohl nochmal umstrukturieren. Ich versuche nochmal gegen die andere Kanone da links zu schießen. Wir wissen ja alle, was wir zu tun haben, aber... Wir müssen auch mal, manchmal muss man aber ein bisschen Zeit nehmen, ne? Man muss auch ein paar Sachen ausprobieren. So. Verwende gegen Kanone. Die da. Bam! Nichts passiert. Wahrscheinlich, weil sie nicht geladen ist. Aha. Okay, nehmen wir nochmal eine glühende Kohle mit. Und die knallen wir jetzt gegen die geladene Kanone. Und ab dafür! Ja. Jawohl! Könntest du mich vorher losbinden? Was tun auf Mealy Island, wenn du tot bist? Ja, wir sind ja wirklich gestorben, ne? Im letzten Teil sind wir ein paar Mal gestorben. Ein paar Mal. Land in Sicht! Wie ich diesen stinkenden Piraten über die Reling befördert habe, das nenne ich Piratenleben. Ich hoffe, die loyalen Bürger von Mealy schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ich meine, weißt du, dieses Gedränge an den Docks nur meinetwegen. Unsere Rückkehr könnte gefährlich werden. Sorge dafür, dass die da oben bleibt. Und dann die Sache mit dem rostigen Marlspeaker. Ich habe dem Kerl 1 bis 2 Lektionen in Sachen Deckstühle erteilt. Wow. Ich hab's nur. Gouverneur einer mich anbetenden, aber naiven Gesellschaft zu sein, ist manchmal ziemlich anstrengend. Ich wäre schon froh, wenn ich im Monat einige Sekunden für mich hätte. Ich finde, wir sind ein perfektes Team. Wie wir miteinander sprechen, zusammenarbeiten, wie wir jede Bewegung des anderen voraussehen. Es gibt nichts, was wir beide nicht schaffen könnten. Gut, gehen wir. Bringen wir mal das Spektakel da draußen hinter uns. Wieso ist hier niemand? Vielleicht sind heute alle früh ins Bett. Wo ist das Empfangskomitee? Die Fahnen? Wo sind die jubelnden Massen? Liebling, was hat das zu bedeuten? Dass wir noch 3 Monate flittern können. Nein, mein Einfallspinsel. Irgendwas ist hier, während wir weg waren, mächtig schiefgelaufen. Anders ist das nicht zu erklären. Was ist das? Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Entweder sein Mülleimer ist voll oder er möchte uns etwas sagen. Was ist los, Kleiner?
Timmy, stimmt irgendwas nicht? Drygrox in der Skamba? Ist der Skorbut ausgebrochen? Du hast beim Bingo 80 Mäuse gewonnen und sie beim Bananenwettessen wieder verloren? Es gibt Ärger in der Gouverneursvilla? Nichts wie hin. Mal sehen. 49, 7,3 minus 11. Feuer! Darf ich fragen, was das werden soll? Wonach sieht's denn aus, Spatzenhirn? Ich reiße die Gouverneursvilla ab. Das geht nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Gouverneurs. Ah, genau. Die Gouverneurin ist tot, Ma'am. Tot? Man sagt, die Ehe hat sie umgebracht. Aber ich bin die Gouverneurin. Sehe ich vielleicht tot aus? Nein, Ma'am. Dann pack deine Sachen und verschwinde von hier. Sofort! Ja, tut mir leid, Ma'am, aber ich habe einen Auftrag. Ich bin autorisiert, Ihr Haus mit diesem Katapult abzureißen. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Stimmt, aber der Gestank verschwindet normalerweise mit der Flut. Ich habe einen Außer bei Plan. Sonnenfinsternis. Guybrush? Ja, Liebes? Ich lasse mir im Rathaus bestätigen, dass ich wieder am Leben bin. Als was? Als blutrünstiger Zombie? In der Zwischenzeit musst du zwei Dinge für mich erledigen. Ich soll dir den Rücken kraulen und die Zehen massieren. Später vielleicht. Zuerst möchte ich, dass du diesem Irrsinn hier ein Ende setzt. Irrsinn beenden. Verstanden. Danach segelst du nach Luke Ryland. Sprich dort mit den Anwälten meines Großvaters. Vielleicht wissen sie, was man gegen die Herren im Rathaus unternehmen kann. Oh, aber ich hasse Anwälte. Nicht so sehr, wie sie dich hassen, Liebling. Okay. Gut. Ich muss mich jetzt wiederbeleben lassen. Mach's gut, Schatz. Und vergiss nicht, halte das Katapult auf und segle nach Luke Ryland. Klingt, als wären die Flitterwochen vorbei. Vor ihrem Tod war sie wesentlich handzahmer. Alter, du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du hier einfach weitermachst. Sag mal, was ist mit dir los? Hey, verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Junge. Gut, und jetzt komm hierher, Gurkenhals. Sage mal. Katapultist. Erzählen Sie mal. Verzeihung? Was? Was murmeln Sie denn da für Zahlen? Was murmeln Sie da für Zahlen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das sind irgendwelche Zielkoordinaten oder so. Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich jemals hinter das System komme. Ich weiß nur, wie ich diesen Kaktus treffe. Auf diese Weise eiche ich das Katapult auf das Ziel ein. Bitte hören Sie auf, mein Haus zu beschießen. Das ist wirklich zermürbend. Tut mir leid, Sunny Boy, aber Befehl ist Befehl. Wie kann ich Sie dazu bewegen, mein Haus nicht mehr mit Steinen zu bewerfen? Generell? Ich schätze, ein Unterlassungsbefehl würde reichen. Aber dazu brauchst du Anwälte, Junge. Und die sind teuer. Okay, und was ist mit einer vorübergehenden Unterbrechung? Tja, ich darf mir meine Essenspausen frei einteilen. Dummerweise habe ich nichts zu essen. Okay. Das heißt, ich muss ihm irgendwie was zu essen holen, sonst kriegt er irgendwann die Kombination raus und wir brauchen ein neues Wohnzimmer. Würden Sie mir zeigen, wie Sie den Kaktus treffen? Nein, das mache ich nur, um das Katapult neu auszurichten. Ich möchte keine Steine verschwenden. Die Dinger sind teuer. Okay. Sie scheinen ein beschäftigter Mann zu sein. Viel Spaß noch bei Ihren Untaten. Danke. Ja, bitte, ne? Macht dir auch nichts aus, einfach mich obdachlos zu machen. Ist kein Thema.